In diesem Video geht es um die Lizard Blanks bzw. was ich damit machen kann. Lizard Blanks sind sehr praktische Gießformen, die ich zum Eingießen von Objekten nutzen kann. Zum Beispiel hier habe ich stabilisierte Zapfen, ich kann auch Holzreste nehmen, Steine und so weiter. Und das Schöne an den Lizard Blanks ist, dass ich die komplett öffnen kann und entsprechend meine Form nachher wiederverwerten kann. Die Lizard Blanks gibt es in unterschiedlichen Größen. Also es ist jetzt ein kleiner hier zum Beispiel für Stifte zu drechseln. Hier ist einer für Griffschalen. Hier ist einer zum Beispiel, der passend zu den Tannenzapfen ist. Hier, wenn ich eine größere Sache gießen möchte oder auch kleine, zum Beispiel, wenn ich Rohlinge für Ringe zum Beispiel erstellen möchte. Die Lizard Blanks sind, wie gesagt, sind sehr dicht, da läuft nichts aus. Ich hoffe, man erkennt es hier in der Kamera, dass es eben hier auch die Seiten mit dem Boden zum Beispiel durch einen Schwalbenschwanz verbunden sind. Also bis da Epoxidharz einmal durch die Seite durchläuft, dauert das schon recht lange und das ist eine stramme Verbindung. Also da kann seitlich schon mal an den Seitenkanten nichts austreten, das ist sehr dicht. Haften tut das Epoxidharz an diesem Lizard Blanks so gut wie gar nicht. Da brauche ich also auch kein Trennmittel. Schön an Flügelmuttern. Die lösen sich recht leicht. Auch hier. Ne? Jetzt ist locker. Auch da lösen wir erst einmal die Seiten ein wenig. Ja, das geht gut. Immer schön auf die Finger aufpassen. Ja. So. Das ging jetzt auch ganz gut. So, jetzt kommt er in Bewegung, kann ich da rausdrücken. Ja, das schaut super aus. Wir machen direkt die Formen ein bisschen mit Aceton sauber und dann haben wir die direkt griffbereit für den nächsten Gussgang.